Auf der linken Seite sehen Sie die Leber mit ihren Leberlappen, der Blutgefäßversorgung und der Gallenblase. Diese große hellblaue Struktur, das ist die Pfortader, wo nährstoffreiches Blut vom Darmsystem direkt zur Leber transportiert wird und dort sozusagen metabolisiert wird. Auf der anderen Seite rechts sehen Sie die Milz mit einer kleinen Nebenmilz, was relativ häufig vorkommt, und einer geschlängelten Nierenarterie. Die zwei Arterien, die entspringen beide sozusagen einem großen Blutgefäß, das aus der Aorta entspringt, und sind sozusagen nahezu Nachbarn.